Erst war er Chef-Steward, dann Kapitän auf dem Traumschiff. In den 80er Jahren übernahm Sascha Heen in der ZDF-Serie erstmals die Rolle des Viktor Burger. Im Jahr 2014 kehrte er als Kapitän zu das Traumschiff zurück. Doch 2019 übergab er an Florian Silbereisen. Wie geht es Sascha Heen heute? Nach all den Jahren hätte sich der Schauspieler etwas Ruhe verdient. Er suchte sich aber eine neue Herausforderung. So wird Sascha Heen ab Ende Juni 2022 als Ölprinz bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg auftreten. Eigentlich sollte der Ex-Traumschiff-Star schon seit Juni 2020 den berühmt-berüchtigten Grinley spielen. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Premiere jedoch verschoben. Am 25. Juni 2022 soll das Stück nun im Freilichttheater aufgeführt werden. Er wird in der Rolle des Bösewichts auf der Bühne stehen, was wohl ungewohnt sein wird. An seiner Seite werden Alexander Klavs als Winnetou und Kati Karrenbauer als Treckführerin Rosalie Ebersbach zu sehen sein. Sascha Heen lebt mit seiner Partnerin Gloria Krass im bayerischen Mittergars, ein Dorf mit etwa 300 Einwohnern, wo er sich wohlfühlt, wie er in der NDR-Talkshow verriet. Außerdem sagte er, ich bin gerne in der Natur. Das verraten auch seine Instagram-Posts. Neben seinen Ausflügen auf Golfplätze im Grünen postet er auch immer wieder Aufnahmen von Sonnenuntergängen, Skitrips oder beim Angeln. Nach dem Traumschiff aus ist es trotz neuer Rolle schon etwas ruhiger um Sascha Heen geworden. Über TV- und Filmprojekte ist nichts bekannt. Dem Schauspieler scheint es aber gut zu gehen. Vor allem wirkt es so, als hätte er eine gute Balance zwischen Arbeit und Privatleben gefunden.